hat Christel Vosbeck-Kaiser für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf die Arbeit schimpft man nur so lange, bis man keine mehr hat. Und deshalb, bevor ich hier auf die Anträge Kollegen der Linken und der Grünen eingehe, möchte ich erst mal was Grundsätzliches zum Thema Arbeit sagen. Der Kollege Rosemann hat es gerade in seiner Rede auch schon ausgeführt. Arbeit gehört seit jeher zu unserem Leben. Es hat viele Eigenschaften, die damit einhergehen. Und man soll es nicht glauben, der überwiegende Teil in Deutschland geht sogar gerne jeden Morgen zur Arbeit. Und wer organisiert in Deutschland erfolgreiche Arbeit? Die Sozialpartner, es ist mehrfach ausgeführt worden, in den einzelnen Branchen, sie vereinbaren ihre gemeinsamen Ziele. Sie wollen unsere Unternehmen wettbewerbsfähig halten und Erfolge erzielen, weil das ist die Voraussetzung, dass wir Wachstum haben und daraus auch Beschäftigungsmöglichkeiten. Richtig ist, die Anforderungen an und in der Arbeitswelt haben sich mit der Digitalisierung unserer Arbeitswelt 4.0 verändert und somit auch die Anforderungen an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber auch die veränderten Familienstrukturen und damit einhergehend der Wandel der Ansprüche und Anforderungen machen Anpassungen bei der Arbeitszeit notwendig. Und unsere Wirtschaft und die Sozialpartner in den Unternehmen reagieren. Und dies funktioniert auch ohne staatliche Regelungen. So vereinbaren sich zum Beispiel viele inhabergeführte Familienunternehmen bei mir in der Region, in Südwestfalen, schon seit Längerem in Bezug auf flexible Arbeitszeiten. Und das gelingt ihnen hervorragend. Da sind beide Seiten, Arbeitgeberseiten, Arbeitnehmerseiten, gut in ihren Anforderungen und Bedürfnissen berücksichtigt. Und unsere Anhörung, die öffentliche Anhörung im Ausschuss Arbeit und Soziales im März, hat doch auch bestätigt, dass der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten stark ausgeprägt ist. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir suchen die Lösungen auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene, bevor wir verschärfte gesetzliche Regelungen und damit Reglementierung auf den Weg bringen. Und wir hatten am Montag dieser Woche einen Arbeitnehmerkongress der CDU-CSU-Fraktion, und da wurde auch wieder deutlich, es geht auch um bedarfsgerechte und individuelle Lösungen in den einzelnen Branchen. Und die Sozialpartner fordern doch auch zu Recht, ihnen hierbei Vertrauen zu schenken und sie weniger zu reglementieren. Und ich sehe es als unsere Aufgabe in der Politik an, dass wir einen guten Rechtsrahmen schaffen. Der Kollege Rosemann hat es gesagt, da sind wir ja einer Meinung. Die begleitenden Hilfen, es geht um Prävention, es geht um Rehabilitation. Wir haben das Präventionsstärkungsgesetz auf den Weg gebracht. Dort gibt es flankierende Hilfen. Es gibt das Arbeitsschutzgesetz, wo ein sicherer, gesunder und guter Arbeitsplatz in § 5 geregelt ist. Ich gebe Ihnen ja recht, dass wir die Belastungsformen, die heute durch eine beschleunigte und sich verändernde Arbeitswelt entsteht, dass wir die nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Aber Ihre Forderungen, darauf zu reagieren mit kürzeren Arbeitszeiten und einer Umverteilung der Arbeit, geht dabei an der Realität vorbei. Es geht an der Realität der deutschen Wirtschaft, der deutschen Arbeitswelt und auch der Bedürfnisse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vorbei. Darauf weisen verschiedene Studien hin. Man kann, was ist mit der die sechste europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen? Dort, wenn man in den Bereich Deutschland kommt, sagen 3/4 der Beschäftigten in Deutschland, sie sind mit ihrer Arbeitszeit zufrieden und mit ihren Arbeitsbedingungen, und ein Teil ist sogar sehr gut zufrieden. Und was das Thema jetzt noch mal zu kurz zum Ende Arbeitsbelastung und Stress angeht, jeder Mensch hat doch ein eigenes Empfinden, beurteilt Anforderungen, Belastungen unterschiedlich. Stress ist subjektiv und wird von jedem subjektiv auch bewertet.
Ja, ich gebe Ihnen ja recht, dass die Zahlen, was die psychischen Erkrankungen angeht, zunimmt. Und hierauf müssen wir reagieren. Und da ist der Kollege Lagowski in seiner Rede ja auch sehr deutlich darauf eingegangen. Wir sind uns einig, dass es im Interesse aller ist, dass sowohl psychische Gesundheit am Arbeitsplatz als auch die allgemeine Arbeitsfähigkeit zu fördern und zu erhalten ist. Und wir sehen uns mit den bereits installierten Maßnahmen auf einem richtigen Weg und werden diesen angestoßenen Prozess mit weiteren Maßnahmen auch fortsetzen. Vielen Dank. Als letzter Redner in der Aussprache hat Stefan